So, grüß euch. Bin leicht besoffen und werde jetzt noch ein bisschen was zeichnen. Und ihr könnt da mitschauen. Und ich zeige euch, wie toll ich zeichnen kann, wenn ich einen leichten Schwips habe. Weil man hat ja sonst nichts Besseres zu tun am Mittwoch am Abend, so um 11:45. Und wie ihr merkt, bin ich eigentlich beim Zeichnen gar nicht mal so schlecht, wenn ich betrunken bin. Es ist eine jahrelange Erfahrung. Ja, jahrelang nicht. Aber ich habe schon öfter mal getan. Und dachte mir, das zeige ich heute mal. Naja. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es vorbeischauen und könnt euch einloggen und mit mir mitquasseln. Würde mich freuen, wird sicher lustig. Mit mehr Leuten als nur mit mir. Tja, warum habe ich einen leichten Schwips? Ich war gerade bei den Dorks und die haben gerade geprobt für ihr Release. Und ja, da fließt natürlich im Bayernlande dann doch mal das ein oder andere Bier. Wenn ich bis besoffen bin, liegt das an der Hand. Komisch, woran das wohl liegt. Ich zeichne gerade eine Szene aus der Vergangenheit, wo Sweetie und Bastard ein Konzert im Punkerbunker besuchen. Die wohnen da selbst noch gar nicht drin. Oh Mann, und die ganze Zeit machen Leute irgendwas auf Facebook und es macht Klingling und so weiter. Ja. Muss mal kurz wieder Sachen auf Facebook beantworten. Ja, und ihr habt auch nichts Besseres zu tun, oder wie? Könnt mir gern lauschen. Ist ja schön. Das ist dann wieder das Tolle am Selbstständigsein, weil man kann sich dann doch einmal leicht betrunken hinsetzen und an Sachen arbeiten. Und die Leute sollen alle in den Hangout kommen und mich nicht irgendwie auf Facebook nerven. Ständig schreiben mir irgendwelche Leute und Kommentare und so. Und ich laber voll Scheiße. Sagen die. Ja, ist doch schön. Na, Mann, ich habe einen viel zu dicken Pinsel. Ach, verdammt. Hier unter Facebook. Unter Photoshop. Comic seiner Haut nach und besoffen. Toll. Ah, der Gitarrist von den Dorks durfte heute nichts trinken, weil er musste noch mit dem Auto fahren.
Der war ein bisschen angepisst. Live und besoffen. Donald beim Comic zeichnen. Und jeder kann eigentlich beitreten und sich mit mir unterhalten. Also tut's das, weil kommt halt nur noch Scheiße raus. Aber im Zeichnen liegt die Ruhe oder so. Ha. Nee, eigentlich nicht. Dieses Wochenende bin ich übrigens in Leipzig im Comic-Garten. Kann man ja an der Stelle mal Werbung machen. Das wird sicher lustig. Und bis dahin will ich vielleicht noch ein paar Seiten gezeichnet haben. Bringt nichts. Aber ist ja auch noch verkehrt. Oh Mann. Heute habe ich schon wieder einen Termin bekommen für das Rock'n'Rodeo Festival Manager Brettspiel. Hat mir der Matze durchgegeben, kommt jetzt doch erst am Montag, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, weiß ich nicht, aber er hat nicht gesagt, ich soll nichts sagen. Ja, vielleicht wusste er auch nicht, dass ich jetzt vielleicht darüber rede. Aber ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, wenn ich jetzt sage, es kommt womöglich erst am Montag zu uns und dann schicken wir das weiter. Ich glaube, das ist jetzt kein Betriebsgeheimnis, aber es kommt bald, yeah. Und dann können alle Festival-Fanatiker endlich ein Brettspiel spielen. Vielleicht sogar auf Festivals. Lalalala. Ach, das ist ja nicht schön. Kam zwar locker aus der Hand, sind aber nicht schön. Swished. Jeder, der gerne mal mit mir quasseln möchte, könnte zu mir in den Hangout kommen. Ich zeichne dabei und er quasselt mit mir und es macht nichts aus und ist alles super.
Wo ist diese Ebene, die ich gerade gerne ausblenden möchte? Ist die hier? Nee. Hier. Von meiner netten Assistentin erfahre ich gerade, dass ganz genau ein Nutzer zuschaut. Warum auch nicht? Keine Ahnung, wer das ist. Ja, und wir schauen ganz genau wohl, wenn es stimmt, was YouTube sagt, ein Nutzer zu. Ich mache es ja nicht für die Nutzer. Wobei, doch wird schon. Schalali, schalala, schalali und schalala. Uiuiui. Ach nee. So eine Linie ist manchmal eine echte Zen-Übung. Bis dass die Linie mal wirklich schön ist. Und am Schluss fällt sowieso keiner auf. Merkt euch, diese Linie ist jetzt schön. Wenn ihr dann irgendwann mal den zweiten Teil vom Comic in der Hand habt, wisst ihr, diese Linie ist jetzt schön. Nee. Glaube, da sollte ich doch in der damaligen Linie folgen. Bis hier runter. Sonst hat der ja arg lange Beine. Wunderschön. Dann machen wir als nächstes Sweetie. Sweetie. Und schon wieder. Müssen sich, glaube ich, die Leute auf Facebook über mich lustig machen. Ja, mit Leuten. In circa 40 Minuten sind wir eilig. Weiß nicht, ob ich so lange noch munter bin oder irgendwann einmal mitten im Hänger und einschlafe. Jeder, der mir beitreten will, kann das gern machen. Auf der Punks'n Banters Facebook-Seite. Das sieht man wo. Ansonsten poste ich das nochmal privat, damit die privaten Leute auch noch irgendwie mit reinkommen.
der Bär lebe anscheinend, danach halt noch im Chat, aber erst in, also in den Hangout, aber erst in 40 Minuten. Ich habe ihm gedroht, er soll sich beeilen. Jetzt hoffe ich, dass er sich nicht überstürzt auf den Weg macht, um mit mir im Hangout zu sein. Bitte beachte die Straßenverkehrsordnung. Außer an den Stellen, wo man sie nicht beachten muss. Keine Ahnung, wo du gerade bist. In das Chatfenster doch nicht. Man kann mit mir direkt live quasseln. Aber ich beantworte mal. Jetzt ist irgendwer da. Nie, Video läuft. Ach, die ganze Zeit summt bei mir in meinen Kopfhörern. Ja, aber doch nicht das Chatfenster. Ja, man kann mich auch ärgern und blöde Kommentare machen. Es ist das Internet und es ist live und es ist online und es ist danach noch verfügbar. Jetzt kann dann natürlich jeder lesen, welcher Quatsch bei mir dazu geschrieben wird. Wenn es den Leuten egal ist, dann macht's gern. Ich schaue mir den Stream eh nicht nochmal an. Mache ich nie. Lalalala. Also mit dem Dirk, der war ja damals auch immer mit im Stream war, dem hatte ich schon mal ausgemacht. Eigentlich sollten wir mal betrunken einen Livestream machen. Tja, ich bin betrunken. Es fehlt nur noch der Dirk. Und schon bimmelt's in Facebook. Aber. Ach, der Leon kommt, der was letztens auch da war, mit dem es erstmal ein paar Störungen gab, aber dann war es eigentlich ganz nett und lustig. Der schreibt gerade, er kommt gleich. Ja, warum denn nicht? Gerne, gerne. Ach. Mal schauen, ob ich heute noch multitaskingfähig bin. Für mich ist Punkrock am Mittwoch um 12:30 besoffen Hangout zu machen und dann einen Comic zu zeichnen. Hey.
kann man jetzt eigentlich sagen, ich gebe ein Live-Konzert übers Internet? Ein Live-Sprech-Zeichen-Konzert übers Internet. Schönerli, schalala, schönerli und schalala. Hi Donald. Hi, Berli, grüß dich. Endlich betrinken wir uns mal online. Ja, ich bin gerade am Heimgehen. Also ich war gerade nur Schatulle und so, aber Oh. ich probiere jetzt mal übers Handy, ob das noch so funktioniert. Mittlerweile glaube ich nicht, dass ich im Dunkeln bin. Sehr cool. Warte, jetzt kommt der Laterne, jetzt willst du mich gleich sehen. Ich sehe dich sogar, aber ich schalte jetzt trotzdem wieder nur auf mich. Ach Ganz Mann, klar. danke. Willst du, dass die Leute dich beim Heimgehen beobachten? Ja, ist doch bestimmt spannend. Spannend. Ja, schalten wir mal auf den Bärli. Live beim Bärli, wie er gerade eine Zigarette raucht. Ja, es ist wieder dunkel. Warte, die nächste Laterne kommt gleich. Du warst in der Schatulle, echt? Ja, ich war schon toll. So, ein bisschen Fußball geschaut, wir Deutschen wunderbar verloren haben. Ach, da war ja heute was. Nicht auf Sie gesehen. So, jetzt können wir Laternenpickel wieder Ich habe gerade die ganze Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. da. Ja, wunderbar. Wo gehst du eigentlich hin? Ich gehe jetzt zu mir heim. Aber nicht in Österreich. Na, zu mir heim, also so Ja. Deutschland, Ach, so da hinten, überall. ja, ich weiß ja mittlerweile, wo du wohnst. Deine Kann das Nachbarin sein, ist dass eine gute du Freundin von mir. hast? Ha, Also bei der was? Betten daheim? Ja. Keine Ahnung, wir sind hier live und online. Ja, Betten Aber kann ja alles sein. ja, die soll einfach online kommen und soll nicht zusammenscheißen. Na, weil ich glaube, ich habe dich und eine besagte Person gesehen vor Haus. Ja, vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder so, glaube ich. Ja, es kann zum Gewehige. Hat dich sie mal besucht. Tja. Die Augen sind wachsam in der Kleinstadt, richtig? Ja, vor allem, weil mein Fenster genau zu ihr rausliegt. Ah, du hast es beobachtet. Schön. Ja. Wir haben uns beobachtet, wie wir draußen gestanden sind und uns unterhalten haben. Ja. Das werde ich gleich verraten. Hey, ist noch einer online? Ist das der Leon? Wenn man nichts hört, dann ist es der Leon. So wie das letzte Mal, wo es so wunderbar funktioniert hat. Ich kann ja mal. Ja, da steht Leon drauf. Ich könnte mal wieder weiterzeichnen. Ich habe gerade überlegt, ich habe da in der Ecke noch eine Sektflasche vom Kumpel stehen und habe gerade überlegt, ob ich die nicht öffnen soll. Ja, dann wart's nur schnell 2 Minuten, dann bin ich daheim und da haben wir nur Flaschenpfeffi auf. Flaschenpfeffi. Hi Leon, ich höre dich gerade. Hi. Hi. Hi.
Hi. Sind wir schon drei Leute im Hangout. Super. Wie geht's, Leon? Du bist so leise. Super. Ah, warte. Kannst du nicht mehr laufen. Geht nicht lauter, was? Nein. Dann muss ich mal schauen. Ich muss Regisseurarbeit leisten. Warte mal, ich schalte mal wieder auf mich. Ich glaube, es will keiner in Alex beim Heimgehen zuschauen. Aber das ist so spannend. Salion, sag mal was. Hallo. Ich glaube, jetzt bist du lauter. Ich kann ja, noch... jetzt ist es besser. Ja, ich habe was dran. Jetzt? Ja, ich habe dich auch lauter geschalten. Das bin ich jetzt. Was? Wer ist denn das? Ich bin der Donald. Ich bin da immer so groß auf dem... Das andere, das ist der Alex. Das andere ist der Alex, der geht gerade nach Hause und wollte trotzdem mit mir im Hangout sein. Ah ja, jetzt bin ich so allein. Genau. Der ist übrigens auch aus unserer Ecke, weil irgendwie kommen ja nur Leute aus unserer Ecke immer in den Hangout. Ja, Leon, ich glaube, wir haben uns eh schon mal gesehen. Ich glaube, am Dorks-Konzert, wir sind Simbach waren. Kann gut sein, ja. Oder auch der Antifa-Demo. War da wahrscheinlich auch. Ja, kann gut sein, ja. Ja, gut, ich bin jetzt gleich daheim, ich lege jetzt kurz auf und dann bin ich gleich am PC wieder an. Passt, bis dann. Bis dann. So. Leon, wie geht's? Heute hat deine Schule wieder angefangen, oder? In ein paar Tagen. Was? Am Montag, achso. Montag. Ja. Weil du ja irgendwie gemeint hast, ich soll zuvor noch ein Hangout machen. Zuvor ging es jetzt nicht aus, aber heute. Danke. Ich dachte, nachdem ich heute so schön betrunken bin, mache ich einfach noch ein Hangout. Da tut sich dann wenigstens was. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich bin ja überhaupt kein Sekt-Fan. Aber ich habe in der Ecke noch einen Sekt stehen. Ob ich den jetzt nicht noch aufmachen soll, jetzt wo es dann eh noch so lustig wird. Probier mal noch kurz einen Freund zu überreden, ob er nicht auch mitreden will. Ein Freund? Ja. Ah, okay. Der ist nicht aus der Pantik, aber mal sehen, ob es der Lust ist. Kennt ihr überhaupt meinen Comic? Ja, ich habe ihn gezeigt. Ah. Brav. Dafür werde ich noch bezahlt. So, warte mal, ich gehe ganz kurz von den Kopfhörern weg und ich glaube, ich mache wirklich noch die Flasche auf. Moment. Lalalala. Quer durch das Zimmer. Prost. Bin wieder da. Ich hasse Sekt. Danke. Ich hasse Sekt. Und das ist noch ein draußen mit Sekt halb trocken. Mhm. Es bimmelt wieder auf Facebook. Mal schauen. Ja, mach ich eh. Hauptsache, ich werde blöd angemotzt aus Facebook raus. Ach. Und was ist da sonst noch alles? Aha. Gut. Leon, wie geht's? Habe ich das schon gefragt? Oh, ist nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Ich habe Angst, dass der gleich explodiert.
Jeden, der ist da runter. Oh. Ha, nicht übergegangen. Hallo. Hi, wer ist denn da jetzt noch? Der Leon, der Simon und der Alex, der ist jetzt auch schon da. Grüß euch, Leute. Ich habe gerade mittlerweile meinen Sekt geöffnet. Was, du hast mittlerweile deinen Chat geöffnet? Ich habe mittlerweile meinen Sekt geöffnet. Achso, ja, ich hab da Flaschen Pfeffi. Hallo. Hallo. Oh, ich geh's mir her. Wir hatten immer mehr Leute, die was mit mir quasseln wollen. Ich kümmere mich so uncool vor der Kamera. Ja, du wirst eh nicht direkt gezeigt. Nicht im Stream. Ja. Was ist mit dem Lee? Welcher Hufen zum Datenschutz und so, das ist relativ wichtig. Leon! Ja, der Simon, der will jetzt unbedingt den Leon sehen. Der Leon, der antwortet nicht. Hallo Simon. Hallo, wer bist du? Ich bin der Donald, ich bin der, der was den Comic dort gerade zeichnet. Donald ist voll uncool und voll der Spaß. Ja, danke. Ich bin dafür besoffen. Ja, ihr. Achso, ah ja, stimmt, du warst ja in der Schatulle. Ja. Komplett allein. Ja, erst einmal allein und dann waren nur ein paar Leute. Achso. So. Jetzt rippen wir mal ein bisschen vor der Kamera. Sieht eh keiner. Ja, sehr gut. Ach, hey. Erzähl's mal was, ich bin ja gerade am Zeichnen. Mit Hunden. Ach, den Leon, den versteht man wieder so super. Ja, der sagt ja gar nichts. Der, wenn er was sagt, dann macht's wieder nur. So wie beim letzten Mal. Der Leon schafft es einfach nicht, dass er das alles richtig einstellt. Ja, aber so richtig Headset einstellen kann man bei Hangout irgendwie auch nicht. Nee, aber man kann zumindest mal ein Headset anhängen. Ja, okay. Dann übersteuert es alles nicht und so weiter. Was die übersteuert? Ja, der Ton und so. Echt jetzt? Ja, bei dir nicht. Achso, okay. Das meine ich. Ich verstehe dich nicht. Echt? Nee, nicht dich. Achso. Der andere hat wieder was gesagt und da kam nur Ring, Ding, Ring, Ding, Ring. Leon, hol mal das Equipment vom letzten Mal, da hat es ja dann am Schluss super funktioniert. mein Gott, die haben mir schon geschrieben, er soll was sagen. Oder? Sag was. Ja, Leon, jetzt sag ich was. Leon, sag was. Ist das jetzt das Skype von Google oder wie? Ja, mehr oder weniger. Okay. Immer diese Österreicher, furchtbar. Ach so, könnt ihr mich hier nicht so verstehen, oder was? Nee, wir verstehen dich super. Okay. Du musst Hochdeutsch reden, dann verstehen wir dich nicht. Wir Bayern verstehen ja schließlich jeden. Uns versteht keiner. Naja, so extrem wie Sachsen hat dann auch schon wieder schwierig. Ja, das stimmt schon. Hey, jetzt aber ist Leon zweimal online bei mir. Was? Leon ist jetzt bei mir zweimal online. Ach ja. Jetzt ist er nur einmal. Genau. Ist mir der. Er schickt mir den Link und sagt, ich soll Teilnehmer und dann sagt er nichts. Weil er es einfach nicht auf die Reihe kriegt. Leon, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Ja, Leon, die Seegurke. Leon, du Seegurke. Wer kennt sie eigentlich?
Der ist aus der Gegend. Ganz einfach. Ach so, ja. Red's mir ein bisschen mehr, ich muss mir Musik einstellen, damit ich was höre und euch trotzdem verstehe. Ja. Okay, der verpassen. Hört mich eigentlich irgendwer? Jetzt hört man wen? Ja, aber leise. Sehr, sehr leise. Leon, wenn du... Keine Ahnung. Ab. Und jetzt hört ich wieder schlecht. Also Leon, wenn du öfter mal in meinen Hangout kommen willst, dann musst du dir endlich mal ein richtiges Equipment besorgen. Oder einfach nur gescheit einstellen. Oder einfach nur gescheit einstellen. Das ist bei mir eigentlich normal, passt das so, kann man es lassen? Jetzt hat wer gesagt, passt das so, kann man das lassen. Wer wollte es? Der Simon? Ja. Ja, das passt so, das kann man so lassen. Und jetzt? Ja, jetzt geht's. Aber ganz komisch, aber sag nur mal was. Himmel. Pimmel. Lede behindert. Mit Brot im Mund. Ich hab zwar Pimmel verstanden, aber ziemlich schlecht. Ziemlich undeutlich. Das ist keine saubere Pimmel-Aussprache. So, bin wieder da, hab auch den Hänger geschlossen. Ja, warum? Aus Versehen. Na, weil du Scheiße zeichnest. Ach so. Das ist doch normal. Was schade mit dem betrunkenen Punk. Also hört mich jetzt wer oder nicht? Jetzt hören wir dich super. Ja, jetzt ist wunderbar. Es wird dieser Penis werden. Es wird ja gut. Yeah. Ja, das wird ein Penis. Penis? Simon, sag du nur mal was. Hallo Simon. Ja. Was geht? Ey, was nicht. Wieso ist cool? Wieso ist cool? Ich öffne meine Hose. Ja. Mach das. Ich hab schon lange keine mehr an. Können wir das irgendwie sehen mit Webcam oder so? Ja, nee. Ich hab, also, Alex, ich sehe dich gerade, aber es sieht dich Gott sei Dank keiner im Livestream. Ja, hosenfrei Widerstand muss Vorrang haben, deswegen wird das Hosen ausziehen. Ja, deswegen bist du auch oben ohne. Ja, natürlich, immer. Les, sind das alles musikalisch korrekte die Menschen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ist es zufällig der eine Gitarrist von die Dorks oder täuscht mir das jetzt? Ja, nee, das ist nicht der Gitarrist von die Dorks. Seid ihr ein Musiker? Nein. Okay. Also mich kann man wahrscheinlich nicht so nennen, ich weiß es nicht. Naja, der Donut ist so... Ich bin Grauzonenmusiker, weil ich bin zur Hälfte... Also einer zeichnet? Ich zeichne. Also einer zeichnet und der andere zieht sich aus. Genau. Also, ja. Ich wollte jetzt nochmal ausführlich erklären, warum ich Grauzonenmusiker bin, weil auf der einen Seite zeichne ich und auf der anderen Seite bin ich immer im Proberaum von den Dorks. Deswegen bin ich Grauzonenmusiker. Hey, du Comic-Mensch. Proberaum für die Talks mit den gekauft, oder? Es dürfen nicht alle auf einmal reden. Was hat Leon, du hast gerade was gesagt, glaube ich. Mm-mm. Leon, wiederhol das. Nein, ich habe gerade nichts gesagt. Achso, dann hat der Simon das gesagt. Simon, ja. Wiederhol das. Das Photoshop hast du sicher gekauft, oder? Ja, habe ich wirklich, weil ich mache das hauptberuflich. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Geiler Scheiß. Deshalb kann ich um 1 Uhr in der Früh besoffen vor meinem Computer sitzen und an meinem Comic sein. Das ist der beste Job, den man sich eigentlich träumen kann. Ja. Der war schon sau aufwendig eigentlich, oder? Photoshop. Nein, das ganze Zeichnen und was. Achso, ja, das ist sau aufwendig. Er verdient sein Geld damit, dass die jammert's nicht. Jammert's ja nicht. Geld verdienen ist relativ, aber ja, ich verdiene mein Geld damit. Ich komm um die Runden. In deiner Villa. Ja. Was, wir haben da schon offiziell so offiziellen Vorschau auf dein nächstes Comic, oder? Ganz genau. Boah, exklusiv. Exklusiv.
Nur für Fanclub-Mitglieder, die 10 Euro in der Stunde zahlen. Nee, ich glaube, das wird sowieso nichts mit diesem Dings, was ich da jetzt vor kurzem eingerichtet habe. Ja, Donald, da wollte ich gerade fragen, hast du das bei Punks and Banters gemacht oder bei dir auf deiner Seite? Weil. Also postet. Ach so, das habe ich auf der Facebook-Seite gepostet. Also auf der Punks and Banters. Ja. Weil ich finde es gerade nicht, weil ich wollte eigentlich gerade machen. Echt, willst du Geld zahlen? Ja, ich will dich unterstützen. Oh. Ja, das ist ja nett. Kann man da mit PayPal zahlen? Keine Ahnung, aber es wird halt dann pro Seite gezahlt, gell? Ja, das ist mir schon klar. Cool. Aber ich finde das gerade wirklich nicht. Was? Kann man da drin eigentlich auch... Achso, es gibt ja irgendwie so eine Chat-Funktion. Ich kann dir das schicken. In der Chat-Funktion. Moment. Simon? Ja. Simon? Ja. Seinen ersten Comic-Hobby übrigens. Geil. Wer ja. Bist du eigentlich? Comic-Mensch? Mr. Comic-Mensch. Ich bin der Donald. Donald? Ui, jetzt habe ich den Desktop gesehen. Ja, ganz kurz. Das ist aber nicht so schlimm. So, es gibt da einen Chat. Warte mal, ich tue jetzt auch Live-Hangout von meinem Photoshop-Comic machen. Ja, mach das mal. Dann kann ich das so einstellen, dass man dich auch mal sieht. Außer also, du zeichnest der Penis, dann mache ich das. Warte mal, wo kann man das einstellen? Bärli, das ist der zweite Post. Wie, was willst du einstellen? Ja, ich hab's gefunden. Du kannst da unter Bildschirm freigeben, kannst du, also wenn du das siehst, unter Hangout, gibt's so ein, Dingsbildschirm freigeben. Also, ja, ich hab schon. Genau, und da kannst du dein Bildschirm freigeben. Weil dann schalt man mal zu dir rüber. Muss ja nicht jeder immer nur mir zuschauen beim Zeichnen. Oh, ich hab einen Bildschirm freigegeben. Wer hat was freigegeben? Ich hab einen Bildschirm freigegeben. Wahnsinn. Sieht man das? Man sieht gerade bei dir meinen Comic, ja. Und mein Desktop, oder? Ja, Hintergrund. Man sieht deinen Browser. Ihr Bildschirm frei. Bildschirm 2 freigegeben. Sagt man da irgendein Bioshock-Ding? Also bei dir, Billy, sieht man gar nichts. Und bei Simon sieht man gerade irgendwas langgezogenes. Keine Ahnung. Funktioniert ja super. Moment. Billy, ich glaube, du bist einfach nur zu blöd. War cool, ich kann sogar mal Spotify freigeben. So, jetzt sieht man wieder den Avatar vom Simon. Dann schalte ich dabei zu mir wieder. Warte mal, ich mach mal Bildschirm 2. Und ich. Mach das. Ah, jetzt sieht man mein Desktop, ach, oder? Jetzt sehe ich noch gar nichts. Ah, warte, jetzt sieht man was. Ja, genau, jetzt sieht man dein Desktop. Okay, bei mir ist es ein Desktop, oder? Also mein Bioshock-Hintergrund von Bildschirm. Overpowered Photoshop. Genau. Ja. Ich sehe das Photoshop. Boah, du hast auch CC. Ja, du natürlich. Hast das sicher natürlich auch gekauft, oder? Ja. Donald. Ja, Bärli. Wie viele Seiten lotzt du ungefähr hoch? Naja, ich bin froh, wenn ich im Monat eine Seiten schaffe, ganz ehrlich gesagt. Okay, das war jetzt bei einem 20 Euro im Monat. Du willst nur, dass ich dir ein Bier ausgebe jetzt. Ich kann natürlich. Verdammt. Aber mir irritiert das immer nur, du gibst mir beim Punker-Picknick ein Bier aus. Das ist der Horsten, du gibst mir ein Bier aus, was du wahrscheinlich nicht mehr gekauft hast. Beim Punker-Picknick, was? Ja, das steht da dabei. Wenn du diese besitzt und mich auf einem Konzert, Komma Punker-Picknick oder ähnlichen antriffst, nee. Dann gibst du mir ein Bier aus. Aber wenn du auf dem Punker-Picknick antriffst, kannst du dann das gibst du mir ja ein Bier aus, wo du nicht mehr gezahlt hast. Kann passieren, ja. Du hast das war ja wieder Betrug. Motz nicht, du hast dann ein Bier. Simon! Kannst du das kannst dich freuen, dass ich dir dann ein Bier überrasche. Simon ist Actis. Okay, passt, jetzt pass mal auf. Ich sehe auch, was er gleich zeichnet. Jetzt zeichne Pizza Burger. So wie jetzt das ist mir eigentlich noch. Ja, ich höre dich noch. Okay. Hat der.
kann der Simon mit einer Maus umgehen? Also wir haben heute Abend so richtig feiern. Schön macht er das. Das Schlimmste. Also, Simon, Simon Chan Selfie. Also meine Penisse werden schöner. Ich schalte das ist wieder doch wunderbar. Meinst du jetzt ein Zeichen oder ein echt? Beides. Ey, Comic-Mensch, wie machst du die Dinger schnell weg? Also die Pinsel in Protokoll-Dingens du. Wie ich die schnell wegmache? Ja. Wie meinst du das mit schnell wegmachen? Meinst du rückgängig? Warte mal, wie machst du das? Dann muss man da genauer zuschauen. Man kann Schritt zurückgehen. Und ich habe einen Vacuum Cintiq da und deswegen habe ich alle meine Shortcuts auf dem Gerät gespeichert und muss einfach nur auf einen Knopf klicken und dann wird das rückgängig gemacht. Ja, mit deinem coolen 500.000 Euro Dings, die Bumste. Ganz genau, 500.000 Euro vor allem. Ey, was soll ich zeichnen? Du willst mir ja mal irgendwie ein Mädchen noch Photoshoppen oder irgend so. Was, die zeichnet Jesse Pferdefresse? Gott. Nein. Ah ja, Donald, immer. Ich hab auch mal irgendwann. Was? Du hast irgendwann? Was ja, ich hab irgendwann in einem Schuljahr mal, in einem vergangenen, hab ich auch mal 3-4 Comics gezeichnet. Ja, cool. Ja, die waren auch mega professionell und sehr, sehr schöne und gute Geschichten. Nee, also das habe ich auf einem Blog mit meiner Hand gezeichnet mit Bleistift und die hießen Ranshofen Comics. Cool. Und die habe ich den Leuten gewidmet, mit denen ich in der Hauptschule war. Über den war der Comic, weil ich diese Leute eigentlich hasse und mich deswegen gerne über sie lustig mache. Also natürlich habe ich ihn dann auch nicht veröffentlicht, aber hat 2-3 Leuten gezeigt oder so. Und der war echt lustig, wenn ich eigentlich nochmal so drüber nachdenke. Ich war die im ersten Comic. Ich habe früher in der Schule auch immer Comics gezeichnet. Ich zeichne gerade einen Penis. Du auch? Ihr zeichnet jetzt alle. Warte mal, müssen wir mal zum Berli rüber? Berli, du machst. Na, bitte nicht. Du machst schöne, dicke Penisse. Seid ihr alle besoffen? Hat die überhaupt schon 16? keine Ahnung. Nope. Aber in Österreich darf man noch mit 16 schon trinken. Oder ja, mit 16, ja, aber nicht mit 15. 16. Eben. Wir trinken gar nicht. Ach, wer spendet denn da jetzt? Der Berli? Ja, Donald, du musst mir jetzt sagen, wie viele Comics hast du hochladst im Monat ungefähr, ja. Weil so 20 Euro oder 15 Euro im Monat waren okay, mehrere waren dann schon schwierig. Ja, mit viel Glück eine Seite. Das heißt, es war dann ungefähr $20, das heißt ungefähr 15 Euro im Monat. Ist das nicht wunderschön? Berli, ich glaube ja, keine Ahnung. Ja, die Jagdfresse ist echt wunderschön. Ich finde es gerade so schön, dass ich mit so vielen kreativen Leuten gerade unterwegs bin. Berli, zeig mir dann noch was. Ich höre eine Gitarre. Die Gitarre ist nicht von mir. Nee. Die ist sicher vom Leon, weil der Sound so scheiße ist. Ganz genau. Ist das echt geil. Na, ich schalte mal wieder zu mir rüber kurz. Ach, ich muss Dollar nicht. Okay, $20 waren dabei 15,2083 Euro. Kann sein. Ja, ich habe es gerade umrechnen lassen von finanzen.net. Wow. Da ist eine Commerzbank. Ja. Das ist super.
Ich hab mich. Rock'n'Roll. Okay, Donald, ich unterstütze jetzt mit $20 pro Seite. Cool, super, danke, ich freue mich. Aber das dafür morgen am Wannestagskonzert 26. in München ein Bier ausgemacht. Mindestens eins. Na, eins. Pro Treffen eins. Und nur wenn du deine Karte, ja, die muss ich nur drucken, verdammt. Nur wenn du eine Karte hast. Ich mach die Arbeit. Hey, dann schaut mir eigentlich nur zu. Der Alex, ich weiß nicht, ob das jetzt der war. Bist du der Billy Talent Fan? Alex, bist du Billy Talent Fan? Ja, auch mittlerweile nicht mehr so. Also ich hab's früher mal viel gehört, mittlerweile nicht mehr so viel. Bring ja auch nichts mehr raus. Ich gesehen mit einem Billy Talent. Schau, deswegen hätte man es jetzt doch. Du warst gerade abgeschnitten, jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Alex, irgendwann haben wir mal ein Alex, hast du ein Billy Talent T-Shirt? Was? Ja, ich habe sogar zweimal das gleiche. Weil ich habe gerade selber irgendwie nur jedes zweite Wort. Ganz genau. Hören wir von dir auch noch. Leon ist schuld, ganz klar. Leon hat einen Scheiß. Er hat eine scheiß Internetverbindung in Österreich. Ja, das ist eigentlich. Das ist eigentlich ein totaler Widerspruch, weil die Österreicher von der Netzabdeckung viel weiter sind. Oh ja, das auf alle Fälle. Also Leon, Provider wechseln. Alter, was? Was? Ich höre echt nicht das zweite Wort gerade. Oh. Ja, du hast eine scheiß Internetverbindung. Ja, das stimmt. Deswegen, ich habe einen Strich. Jetzt zeigen die Leute noch weit. Oh, schön, dem quillt die Scheiße aus dem Arsch. Warte mal kurz. Ja. Dem, hey, was sagst du zu meinem Kunst? Dem Peniskörper quillt die Scheiße aus dem Sack. Das wird der Arsch sein. Ja, aber er schaut im Ganzen aus wie ein Penisgesicht. Ja, ist ja gut so. Penis Gesicht mit Ohren. Ich hasse Sekt. Lebe dich. Donald, was hältst du von meiner Zeichnung? Kann ins Comicgeschäft einsteigen? Moment. Eindeutig. Jeder kann ins Comic-Geschäft einsteigen. Ja, vor allem mit Paint wär's da nicht weit gekommen. Du brauchst schon die Hardcore-Programme. Ach, so klar. Vielleicht immer noch ein Blatt Papier und ein Bleistift. Leh endlich mal auf zu spülen, das nervt. Ich hab's sogar mit Sprechblase, ihr kommt jetzt echt cool vor. Tut mir leid. So geil wie meine Zeichnung, das ist alle nicht, Alter. Das ist einfach so. Warte, ich muss von der Zeichnung schnell kurz ausschauen. Warum hat der einen braunen Penis? Das ist voll diskriminierend. Das ist echt diskriminierend, was wird das? Und die Photoshop jetzt richtige Titten rein. Macht das. Aber erstmal muss ich den Ordner finden. Ah, da ist er. Da schwört ihr die dabei weg. Ihr kriegt dann sicherlich wieder von Google auf den Deckel wegen irgendwelchen Google-Richtlinien. Ist mir scheißegal. Ja, was ist Penisse und Titten sind in Amerika nicht gern gesehen. Mhm. Ich kann mir mal Arsch lecken. Ich habe ja nur Skype und Teamspeak. Sehr gut. Ja. Ist ja nicht so, es war das nicht amerikanisch, gell? aber da kannst du wenigstens Tittenbilder sein. Oh Mann.
Willst du das mal sehen, was ich da hab? Klar. Na, das, war, das muss man jetzt nicht sehen. Aber du kannst es dann gern rein photoshoppen, das ist kein Stress. Ja, ich suche nur ein richtiges Bild, wo man dich gescheit sieht. Aber die halten alle ihre behinderten Hände davor. Oh, das ist nur Jugend. Was da auf anderen Seiten gehen, dann geht's leichter. Er ist noch so jung, er hat nur jugendfreie Pornos. FSK 16 oder was? So ungefähr. Ich erinnere mich immer nur an Vox die Masseuse. Was? Ja, Vox, früher. Da wo immer nur die schmutzigen Filmchen gelaufen sind. Die laufen jetzt auch nur auf ARD. Echt? Auf ARD laufen die jetzt nur am Sonntag auf Nacht. Ja, cool, ich muss immer wieder ARD schauen. Ja, für was soll man die GEZ, oder? Sicher. Das ist das Einzige, wo die nur Geld machen, wahrscheinlich. Donald, wie schaut das jetzt aus, wenn ich jetzt 15 Dollar zahle? Da steht, du darfst dir aussuchen, was ich für dich zeichnen soll. Zählt das auf den Comic, dass ich im Comic vorkommen soll? Nein, ich zeichne dir jedes Mal, wenn ich eine Seite hochlade, zeichne ich speziell für dich noch eine kleine Zeichnung. Okay, aber ich habe schon ein Tattoo von dir, wo ich mag, von dem her ist es dann irgendwie uncool. Du hast schon ein Tattoo. Achso, du hast ja, nein, nicht, also in der Planung, was das ist, ja. Troopers Girl. Ja, aber du kannst mir dann sagen, hey, zeichne mir, weiß ich nicht, Person XY auf dem Klo. Zeichne mir Chuck Norris auf der Toilette. Und dann zeichne ich dir Chuck Norris auf der Toilette. Warum ist es nicht bei 20 Dollar dabei? Tja, frage ich mich auch gerade. Weil dein Comic habe ich ja schon, da kann man irgendwie austauschen statt Comic-Skizze. Ja, Skizzen sind ja bei 10 Euro schon. Oder so. Na, Skizzen sind für 15 Dollar, also Dollar, 15 Dollar sind die Skizzen. Und bei 20 Dollar sind die Aufnäher und Comic. Aufnäher, echt? Ja, zusätzlich bekommst du einen Aufnäher und den aktuellen Comic. Jetzt muss ich mir das selber mal durchlesen, verdammt. Moment. Also, ich habe geschrieben. Also, bei 3 Dollar pro Seite bekommst du Zugang zu meinen Skizzen. Ja, das ist. Also ab 15 Dollar kannst du anfangen, das andere ist ja Peanuts. Okay. Aber jetzt sagt's nichts mehr, oder? Inwiefern was zocken? Was? Warte mal. Müssen wir rüberschalten, oder? Schalten wir mal rüber. Ah, schöne Brüste. Hast du echt toll gemacht. Ich mach's nur größer mit dem Filter, mit dem Verflüssigen. Genau, mach das. Warte mal, da muss ich die Ebenen erst da zusammenbasteln. Lerne mir Photoshop. Was? Lerne mir Photoshop. Sag mal jetzt. Ja, genau. Du machst das gerade super. Kannst du wohl selber besser als ich, oder? Ja, natürlich. Aber du machst jetzt gerade ein perfektes Photoshop-Tutorial. Nee. Mann, wie viel. Die ganze Welt schaut dir gerade gespannt zu, wie du jetzt mit dem verflüssigen Werkzeug größere Brüste machst. Machen wir einen Counter-Strike zocken, Zuschauer? Ja, können wir auch machen. Alles klar, dann schalt die nachher mal rüber. Warte mal, ich such gerade, das passt. Aber dreh die Musik leiser, ich will dich nicht die ganze beim Schießen hören. Ja, ich hab Musik auf ganz aus. Sehr schön. Oder Kopfhörer. Ja, ich hab sowieso Headset auf, als vor dem her. Na dann. Oh mein Gott, mein Counter-Strike läuft bloß auf 260 Frames. Was Lee, schaust du mir zu? Leon Asen hat Draw hinzugefügt zur App. Ja. Nee, heute nicht. Schön, wie er das macht. Das ist total fotorealistisch. Wie jetzt in dieser einen Ebene. Und man betrunken Counter-Strike zocken ist echt uncool. Betrunken sein ist ein bisschen uncool. Sei meine Brüste hingekriegt. Ach, Leon, macht das mir überhaupt ein Herz. Man versteht sich immer so schlecht. Wenn man die überhaupt hört, das haben wir gerade verstanden. Ja, okay.
Alter, das wird ja so hässlich. Das schaut ja aus wie ein Unfall. Ich schalte mal wieder. Ich schalte jetzt mal kurz zum Alex. Nadja, du hast immer noch nicht Counter-Strike spielen. Doch, ich tue. Ah, habe ich freigeben? Nee, ich sehe deinen anderen Bildschirm. Ich sehe. Ach, okay, warte mal schnell. Jetzt sieht man dich nackt. So, jetzt dürfen wir singen. Warte mal. Na, man sieht deinen Browser. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich habe eigentlich Bildschirm 1 freigegeben, wenn du eine Karte vielleicht raus. Vielleicht musst du Bildschirm 2 freigeben. Na, Bildschirm 2 ist bloß Bildschirm. Dann musst du vielleicht einfach die Software freigeben, das geht auch. Wie geht das? Geh mal wieder auf Bildschirm teilen. Ja, bin ich. Lee, was ist das noch? Und dann musst du eigentlich singen. Ja, Problem ist, ich muss auf die Windows-Taste gehen, dass er aus dem Counter-Strike rauskommt. Wenn ich da Bildschirm 1 teilen würde, du würde teilen, dann bin ich auf dem, was du herzeugst. Und wenn ich dann auf Counter-Strike gehe, ist bin ich in Counter-Strike drin. Nee, man sieht nur deinen Browser. Doof. Du Arschloch. Lee, warum sagst du nichts? Weil der Lee nichts sagen kann. Liebe kleinen Kinder, merkt euch das, Counter-Strike ist böse. Es fördert Amokläufer. Ihr macht glatte, hässliche Bilder. Na, ich spiele Counter-Strike. Aber der Simon. Was, willst du es einmal am Lee sehen? Ja, zeig nur mal Lee. Ah, schön. Da habe ich aber die Pixel Victor, das Originale ist übrigens das. Haha, Headshot. Schön. Ja, ich spiele bayerischer Polizist. Ich spiele bayerischer Polizist, alle im Hinterkopf. Alle in den Hinterkopf. Ah, wollten Feuerkopf. Das ist ja wunderbar. Aber das, was du gepostet hast, Donald, habe ich echt schockiert, das mit den Polizisten da, das mit Waffen immer ziehen. Ja, das ist echt übel. Weil nämlich keiner mehr Respekt vor der Polizei hat und deswegen wollen die Polizisten in Zukunft die Waffe gleich aus dem Halfter rausziehen und immer gezückt haben. Ja, da kriegt man viel mehr Respekt, wenn die im Anklagen. Ich habe nur Angst und keinen Respekt. Das ist halt der Unterschied. Ja, eben. Da gibt es einen tollen Song von einem Rapper. Ja, toll. Ist, je nachdem, ob es einem gefällt. Aber da geht es auch darum, wir haben alle keinen Respekt vor der Polizei, sondern nur Angst. Weil es einfach alles immer wissen, wie man eigentlich die Polizeiarbeit machen soll. Sagen wir mal so. Wo ihr müsst ihr? Von Schlagzeilen. Okay, nett. Und es trifft halt auf den Punkt, wenn du dann irgendwann mal in der Zelle sitzt und dann, keine Ahnung, aufs Übelste bearbeitet wirst, sage ich jetzt mal, dann hast du zwar Angst vor der Polizei, aber du hast immer noch keinen Respekt. Also Respekt kriegt man halt durch andere Sachen. Und nicht durch das, dass man jetzt halt irgendwie Leute verprügelt, erschießt oder was weiß ich. Oder zeigt, wie toll man jetzt eigentlich ist als ein Organ, das was mehr Macht hat als jetzt der Normalbürger. Ja, ich muss dafür zu zocken, der Schädel. Das ist das Traurige, was wahrscheinlich viele Polizisten nicht mehr wissen, dass sie Donald, du sollst ans Handy gehen, oder Passi gerade gepostet. Wieso soll ich ans Handy? Ich hab mein Handy aus, Passi, bitte. Okay, ich reiß noch schnell. Ja. Wieso macht der, dass ich mit dem telefoniere, verdammt.
Passi, ich schalte mal mein Handy ein. Mag ich mir beim Kacken zu hören? Wieso ist das eigentlich verborgen? Was ist verborgen? Die Nachricht von Passi war gerade verborgen. Geh ans Handy, du Arschloch. Oh, ich geh schnell pissen, bis gleich. Bis gleich. Passi war nur das erste, ich hab's wieder oben. Zu faul. Ja, ich geh dann wieder mal auf, ich würde nämlich noch was essen und so und fahren und bla. Ciao. Mach das, passt, ciao. Bis irgendwann oder so. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. So. Dann telefonieren wir mal leicht betrunken mit dem Passi. Mobilfunknetz ist nicht verfügbar. Ja klar. Jetzt sehe ja ich. Grüße ich, Leon. So. Hallo Kinder. Jetzt muss ich ganz kurz mit dem Passi telefonieren, weil der will mit mir telefonieren. Ja. Tut. Pass. Pass. Pasquale. Pasquale, du bist live auf Sendung. Aber das hört dich natürlich. Aber es hört dich jetzt keiner. Es hört keiner, dass du dich gerade zum Affen machst mit Sätzen, wie was ich normalerweise immer sage. Was, du oder schwul? Ah, okay, gut. Du bist jetzt dennoch live auf Sendung. Ich könnte dich eigentlich auf den Lautsprecher schalten. Willst du das? Moment. Pasquale, jetzt bist du auf Lautsprecher. Hi, Passi. Jetzt sagt er nichts mehr. Dann lege ich auf. Tut. Ich glaube, er ist schüchtern. Ich sollte eigentlich mal wieder weiterzeichnen. Das war immer nett, dass der Passi schüchtern ist. Ja. Passi, du schüchterner Hund. Wer sich auf der Bühne nackt auszieht, kann nicht schüchtern sein. Das Problem ist vielleicht, weil er heute nüchtern war, weil er Vater war. Ah, okay. Ja, gut. Das ist... Hat schon so genervt, weil wir die ganze Zeit so besoffen waren. Ja, so ja doch, wir waren besoffen. Ich gebe es zu. Haha, Donald hat aufgelegt. Tuss. Tuss. T-U-S. Keine Ahnung, T-U-S. Tu und supporten. Mhm. Müsste er erst installieren, ja, deswegen, weil er nur lauter Apple-Produkte hat wahrscheinlich. Aber immer so groß reden, wie toll das alles ist. La la la. La 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 la. Warum laufen wir da nicht gleich hin? Oh, ich hab Repeat eingestellt. Der Leon muss seinen Senf dazugeben. Ich glaube, der Leon hat auch gerade Apple-Produkte. Aber Leon konnte es installieren. Ja. Jetzt läutet schon wieder mein Handy. Moment. Ich bin gerade auf dem alten XP, Mann. Falle? Leon, du bist gerade brutal blechern und was krass. Versteht man fast gar nicht. Du wolltest live schalten. Warte. Warte. Ich hab. Ja, weil ich dich nicht mehr gehört hab. Hi, Passi. Es ist live. Es ist live. Es ist vielleicht um 30 Sekunden verzögert oder so. Ich hab's doch gewusst.
das was nicht live, sondern falls irgendetwas passiert, dann kann man noch rechtzeitig ausschalten. Aber man versteht dich trotzdem voll scheiße. Ja, extrem. Quasi, komm in den Hangout oder lass es bleiben. Ich lege jetzt wieder auf. Ja, ich würde den Scheiß nicht installieren. Außerdem, als App-User Google zu verwenden, ist schon sehr verräterisch. Apple mit Google zu verwenden, ist sehr verräterisch. Warum okay. Hast du Apple? Apple ist schwul. Apple ist schwul, sagen sie gerade. Das stimmt. Es stimmt. Es gibt Ohrsoch, die an Apple geil ist. Im Hangout ist es übrigens wirklich live. So nebenbei. Hallo. Dabei. So, ich lege jetzt auf, Passi. Ciao. Abgedrückt, abgewürgt. So, kaum sagt man ist online in einem Stream, hängen auf einmal lauter Leute da und wollen sich mit dir unterhalten. Das ist wirklich toll. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Es wäre wirklich hallo. Schlimm. Hallo. Es wäre wirklich schlimm, wenn keiner da wäre. Dann müsste ich wieder mit mir alleine reden. Ob es wirklich Menschen gibt, die was sich das jemals antun werden, im Nachhinein die ganzen Hangouts sich anzuschauen. Mhm. Bitte schreibt es in die Kommentare. Es ist cooler, wenn man dabei ist. Ja. Falls es im Nachhinein einer, der nicht live dabei ist, sich den Hangout anschaut, wirklich von Anfang bis zum Schluss, bitte schreibt es in die Kommentare. Naja, aber Videos wird ja immerhin 58 noch nachsehen, aber wie oft spielen eigentlich die Dorks? Die Dorks spielen oft. Donald, nur so nebenbei, dein erstes Video vom anarchistischen Kochbuch hat 152 Aufrufe. So ja. War bestimmt nicht im Hangout. Nee. Eben. Aber das ging dann auch über Worlds of Food und es war ja auch nicht so lang. Weil mittlerweile. Aber trotzdem, 152 Aufrufe und 152 Leute. Ja, das stimmt. Momentan habe ich 3 Zuschauer. Das ist wirklich schön. Aber wie lang? Ich will mal schauen, wie lang nehmen wir eigentlich schon auf? Das steht nirgends. Schade. Ich glaube, ich bin ungefähr seit 3-4 Stunden dabei oder so. Ja, schon wieder. Ah, das frivole Buchfräulein hat auch was geschrieben. Ich dachte, hier wird gezeichnet. Ja! Wird auch manchmal. Wird auch manchmal, verdammt. Nee, hier wird sich nur aus. Hat's eigentlich. Ja, klar. Ja. Ich glaube, die hat. Es gibt, glaube ich, also, gar keine. Das bitte nochmal wiederholen. Leon, du bist tot. Also, man hört den. Nicht. Also, habt ihr die Platte wirklich. Fuck. Und jetzt? Nee. Also, ich habe die Platte. Pimmel. Ich habe mir die CD gekauft. Ja, weil, ja. Das ist nämlich okay. ein Punkrock Must-Have anscheinend, weil es nämlich momentan wirklich jeder hat. Mhm. Ich habe zwar schon von bösen Zungen gehört, die haben sich's bei YouTube runtergezogen. Ja, das macht man aber nicht. Also, wen so unterstützen dann richtig? Ganz genau, sowas macht man nicht. Ich habe es bei Amazon gekauft. Macht's auch nicht besser. Ja, ich hab's. Das. Also, ich hab's lang auf YouTube gehört, aber nur, weil eben nicht draußen war. Aber ja, jetzt habe ich die Platte. Und habe auch 21 Euro reingesteckt. Also. Echt? 21 Euro? Wo hast denn du das gekauft? Beim Plattenladen. Also, halt wirklich die Platte gekauft. Ist eine Doppel-LP. Also.
Ja, cool. Mit. Sehr, ja. Cool, cool. Support so richtig Langspielplatte, denkst du, Wumste? Ja, genau. Hoffentlich von einem. Hoffentlich nicht bei irgendeiner Massen-CD. Was? Am Computer. Was? Man hört dich so Massen-CD-Haltung. Ja, genau. Hoffentlich nicht von Massen-CD-Haltung. Sondern bei einem kleinen netten Plattenladen um die Ecke. Ja, genau, bei dem im Simbach. Der ist ganz klein, da super. Arbeitet einer, der ist. Ach, ja, das ist super. Den kennen wir natürlich alle und super, dass es da gekauft ist. Ja, die H&M-Platten. Ja, da kaufe ich immer alles. Auch die Ärzte-CDs und einfach alles, was ich brauche. Das höre ich gern. Bin bei dem auch immer gern. Ja. Aber wo ich mir jetzt gerade die Fotos von Wieso anschaue, der Axel schaut mittlerweile irgendwie nicht mehr gut aus. Er schaut alt aus. Ja, extrem. Nee, der schaut alt und verbraucht. Ja. Das ist halt krank. Echt fertig aus. Also, es war da irgendwie nicht gespannt, wie es aussieht, wenn die wieder live spielen im Herbst. So komplett weggenebelt ist oder. So wie er jetzt aussieht. Nee, ich glaube, dass der relativ fit sogar ist. Ich glaube, der schaut nur ein bisschen verbraucht aus. Donald, wo bist denn du? Am Konzert in München auch. Oder in Straubing? Ich bin mit Sicherheit in Straubing, weil ich nämlich das Plutonium unterstütze. In München ist es ja, glaube ich, wieder im... Da ist ein Backstage wieder. Backstage, ja. Backstage, kannst vergessen. Da wollte ich eigentlich hinfahren. Fahr nach Straubing, das ist gar nicht mal so weit. Computerstimme, Leon. Ich verstehe dich wieder nicht. Ja. Straubing, irgendwas ganz weit weg. Fuck. Straubing ist eine Stunde von Simbach entfernt, übrigens. Eine Stunde, ja. Echt? Ja, mit einem Auto. Weil München ist von mir 2 Stunden weg. Ja, es ist weiter. Ja, Leon, wenn du auf Simbach kommst, kann ich dem ein Auto mitnehmen. Wäre ziemlich cool. Sehr gut. Da entwickeln sich Fahrgemeinschaften hier in meinem Hangout. Ja, Fahrgemeinschaften, wenn ich den schon. Wer hat jetzt gesagt? Donald oder Alex? Alex. Alex, kannst du mitfahren. So. Es kommt ganz drauf an, wie ich frei hab. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Wenn ich frei hab, kann ich nicht mehr. Okay, cool. Aber ich bin halt. Ja, nix, oder ist. Jetzt gerade nix, keine Ahnung. Ja, man versteht die fast nicht mehr zu blechern. Ja, fuck, ich probiere die ganze Zeit mit irgendwas herumzudrehen. Ich weiß nicht, ob das. Wird jetzt wirklich besser. Oh Mann. Das ist jetzt Ironie. Es wird echt nicht besser. Es ist nicht Ironie, es ist die nackte Tatsache, dass es nicht besser wird. Fuck. Trololololo. Vielleicht ist es auch... Weil es aus Versehen gar nicht auf mein Mikro gestellt ist, sondern auf das Webcam-Mikro. Ja, vielleicht. Versuch's mal. Ja gut, in Straubing ist Freistand am Dienstag, habe ich gerade nachgeschaut, wieso. Kann sein, ja. Du bist natürlich ein ganz bisschen behindert. Bei mir fällt gerade irgendwas mit Blaulicht vorbei. Ich glaube, die haben meine Drogen gefunden. Ich schau mal nach. 9. Dezember, ja, das ist der Dienstag.
Das ist blöd, weil ich glaube in München waren es irgendwann am Samstag oder irgend sowas. München ist leider am Samstag, ja. Ja, das war natürlich ein bisschen praktischer für mich, weil ich ja so ein blöder Schüler bin. Oh. Immer diese Schüler. Aber ich glaube, Straubing vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass hier Chinesen im Hangout sind. Roboter-Chinesen. Chua-hua. Slaubing. Ding-doing-kong-fing-wang. Meinungsfreiheit ist für Spasten. Das war Chinesisch. Aha. Ja. Hula-Puppe, ein bellender Penis? Wo ist ein bellender Penis? Wo ist ein bellender Penis? Irgendwer fragt ein bellender Penis, Fragezeichen. Wo? Nein, kein bellender Penis. Wo fragt er das? Also, warte mal. Ah, muss man wahrscheinlich ganz verstehen. Die Dorks schrieben wow, 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 wow. Dann schrieb das frivole Burgfräulein, so wird das nie was mit unserem Video. Ja, da hast du recht. Wenn ich betrunken bin, wird das sicher heute nichts mehr mit unserem Video. Dann schrieb die Hula-Puppe Penis. Dann habe ich. Das frivole Burgfräulein, etwa Liesel. Nee, das ist die Band. Kann man gern mal reinhören, ist echt eine super Band. Warte, muss man schnell aufschreiben. Schreib mal auf das frivole Burgfräulein. Und hör es dir dann an. Frivole mit F oder mit V? Die kommt drauf an, wo du das F und das V setzen willst. In der Mitte müsste es mit V sein, am Anfang? Ganz genau, mit F. Ich trinke da gerade echt einen Sekt von einem Freund von mir, dem was ich dem eigentlich zurückgeben wollte. Fräulein mit E oder mit I? Kommt auch wieder drauf an, wo du das E und das I setzen willst. Ja, das E hinten, aber in der Mitte mit E, oder? Ja, wie schreibst denn du Fräulein? E-U-L-I. Fräulein kommt von Frau. Ja, also mit E. Ganz genau, du hast in der Schule aufgepasst. Ja, ich bin intelligenter Realschüler. Scheiße. Na, hoffentlich ist die Lehrerin nicht mehr auf der Simbacher Realschule. Ja. Na, die wird. Jetzt höre ich auch bei dir nur noch Roboterstimme. Lapata. Lobota. Jetzt weiß ich immer noch, wie ich unterstützen soll. Mit 15 und mit 20 Dollar. Ja, keine Ahnung. Ach, das mache ich morgen, wenn ich nüchtern bin. Du kannst mir auch einmalig über die Webseite PayPal Dankeschön schicken. Oder du kannst es regelmäßig machen. Über punksandbanters.de. www.punksandbanters.de. Ja. Und dann. Kamikaze Radio ist das falsche. Ah, Supportspende. Ja, wow, da hat man dir gefunden. Ich kann mir aber wieder ein T-Shirt kaufen. Du kannst ja auch wieder ein T-Shirt kaufen. Kriege ich halt nicht so viel. Echt jetzt? Ja, 2,50 glaube ich, kriege ich pro T-Shirt über Spreadshirt. Okay, das ist ein bisschen wenig. Du kannst dir ein T-Shirt kaufen und verspenden. Nee, ich glaube, dein T-Shirt macht Werbung. Ja, ich habe erst zwei T-Shirts, aber ich wollte mir schon lange mal das Nazis und Hirnkacken-Dings, die Bumsi kaufen. Das ist cool, ja. Ja, weil ich brauche immer wieder einen Pulli für den Winter, da war das eigentlich ganz angebracht. Cool. Ich zeichne mal wieder weiter. Gute Idee.
Wie oft hast du eigentlich einen Sweatshirt-Shop Sweetie mit Asselbräu? Ich glaube, das sind ungefähr 20 T-Shirts. Kann schon sein. Habt ihr eigentlich Asselbräu echt mal irgendwie als echtes Bier irgendwie so mal ausgebracht oder so? Nee. Schade. Aber es ist in Zukunft immer noch in Planung. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine kleine Brauerei, die wir uns mal ein paar so Stück Asselbräu machen wollen. Ja, Donald, ja, eventuell. Cool. Ich kann meinen Cousin fragen, der ist Brauer bei Augustina und der braut auch selber daheim ein bisschen. Gute Idee. Also, wenn du mal was mehr hast, da kann ich mal ein bisschen aufhören, ob das funktioniert. Ja, frag mal. Ja, kann ich machen. Schreib mal auf, sonst vergiss es mal. Wie heißt denn der? Bei Facebook glaube ich Michael Buchner. Warte mal, schau mal schnell. Achso, nee, kenne ich nicht. Passt schon. Oder ich glaube, ich kenne das sogar. Facebook Michael Buchner, ja. Ja. Buchi. Ich glaube, der war früher. Ist der aus Kirchdorf? Na, der ist aus Kirchberg. Ja, dann haben wir das jetzt eigentlich geklärt. Online, wo uns alle zuhören. Ich merke gerade, wie schwer langsam meine Striche werden. Ach, du hast mir verzeiht, wenn du zu Zupfer bist, zeichnest du besser wie nüchtern. Ja, schau's dir an, schaut doch alles super aus. Da. Und schau, ja, der Joint ist wunderbar. Ja, und wie viel ich heute gezeichnet habe da. Ja, super. Hast du deine Nazis in Hirkack? Ah, doch, da ist. Mann, das gibt's nicht mehr. Doch. Ich lösche doch da nichts. Aber wenn dann in Schwarz, in Weiß ist ja voll uncool. Wenn ihr aufs Wiesto-Konzert fahrt, das interessiert mich jetzt. Ja. Wollt ihr da, dass die irgendwie viele neue Lieder spielen von der neuen Platte? Weil ich finde sie ziemlich gut gelungen, die Platte. Oder wollt sie ist zwar gut, aber ihr mehr, besser. Dass sie hauptsächlich alt bleiben? Ich will gemischt. Oh. Gemischt wäre schön. Noch ein paar neue spielen, aber Mann, sie haben 21 jetzt total gut, also da musst du ja die Euden, weil ich finde eigentlich jetzt Album sehr gut. Ja, ich sag mal so, vom Naja unpolitisch und so war natürlich geil live, aber ja. Ob sie werden schon wahrscheinlich so. Ich glaube, dass sie sehr viele neue Lieder spielen werden. Ja, was aber eigentlich ein bisschen enttäuschend war, weil irgendwie... Sie werden so natürlich die alten Klassiker auch spielen. Ja, gut. Ja, ich sag so mal, wie es muss. Spielen sie ja so. Die werden wahrscheinlich ein bisschen mal so schauen. Man versteht nicht so. Sowas anfangen. Was? Fuck. Ich hab dich gerade gar nicht verstanden. Wieder mal. Sorry. Ich denke, dass sie schon wahrscheinlich, also, wahrscheinlich wieder so mit Raum der Zeit anfangen oder so, noch mal ein paar neue reinbringen. Vielleicht. Das kann schon sein, ja. Wieso hab ich dich jetzt so halbwegs so gut verstanden? Ja. Macht es immer so, dass man dich halbwegs gut versteht. Okay. Vielleicht liegt es daran, weil ich diesmal richtig mein Mikro. Also.
Hast du das jetzt verstanden? Nein. Ich bin und auch nicht. Nee, jetzt haben wir gar kein Wort verstanden. Es wird wahrscheinlich an der Internetverbindung liegen. Bin mir da fast sicher. Hoch den Rock rein, den Stock. Das haben wir verstanden. Was? Holt sich da gerade einer einen runter? Na, ich höre die Kassierer. Ich höre die ganze Fep, 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 Fep. Das ist meine Zunge. Ach so. Schwein. Ich habe irgendwo vor ein paar Jahren mal gelesen, ich glaube aber nicht, dass das stimmt. Ich weiß nicht, deswegen frage ich jetzt, dass irgendwie Lisa, also von The Dorks, irgendwie mit dem Drama zusammen war oder ist. Keine Ahnung, das habe ich wohl gelesen. Also. Ja, das stimmt sogar. Ja, das ist ganz richtig. Ist auch immer noch so. Ja. Wow, die Gerüchte Küche brodelt. Okay. Nee, stimmt wirklich. Es ist auch kein Geheimnis. So, ich habe irgendwie gerade alle Outlines von der Seite geschafft. Aber die Schrift ist noch nicht so ganz Drama. Nee, die Schrift ist noch gar nicht fertig, aber ich werde jetzt trotzdem so langsam den Hangout beenden. Ich finde es gerade schade, dass ich den Korken nicht mehr in den Sekt reinbekomme, weil ich habe eigentlich nicht mehr viel davon getrunken. Ach gut, dass Pfeffi Schraubverschluss hat. Ja, da hast du recht. Aber was hat dieser Sekt? Der ist ja morgen schal. Aber Sekt ja, ist der gehört schon reiterkacken, also. Aber Sekt ist eh kacke. Jetzt habe ich nicht irgendwo irgendwie was zum Reinstecken. Oh. Weg und politisch. Ich hab Scheiße. Politisch. Gut, ich werde jetzt den. Noch? Solange die Leute da jetzt singen, werde ich so langsam den Hangout beenden. Und auf meinem Korken ist ein Anarchie-A, sehe ich gerade. Oh, du Gangster. Ein Gangster, Punker. Wahrscheinlich Anarchie-A für Austria. Ist draußen jetzt in Österreich? Deutscher. Ist draußen jetzt in Österreich? Was für draußen jetzt? Draußen jetzt. Ich habe hier einen Trausnitzer Sekt. Also zumindest Radio Trausnitz ist so ein bayerischer Volksmusik-Radiosender. Dann wird Trausnitz wahrscheinlich deutsch sein und dann verstehe ich das A auf dem Korken doch nicht. Ja. Egal, ich mache jetzt Schluss. Ich sage danke für alle, die zugehört haben und die was vielleicht in Zukunft noch zuhören werden, wenn sie sich das wirklich bis zum Schluss im Nachhinein alles geben wollen. Und höre jetzt auf. Ich habe die Outlines fertig. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.